Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Divinity 2 Ego Draconis. So, während wir hier im Ladebildschirm sind, habe ich nichts zu erzählen. Gut. Ja, genau. Bäh. Spucker. Igitt. Ekelhaft. So ist denn die Igitt? Okay. Laden war erfolgreich. Und ich will mal kurz schauen, wie viel EP wir noch brauchen bis zur nächsten Stufe. Ich glaube nicht mehr viel, gell? 3900, okay. Ich gehe nämlich mal kurz den Weg nochmal zurück, weil wir sind ja irgendwie da runtergesprungen. Und da kann ja sein, dass noch irgendwo ganz weit oben sind, könnten ja noch irgendwelche Viecher rumlaufen. Wer weiß. Und darum gehe ich jetzt mal dort kurz schauen. Schüppdi-dupdi-du. Ja, über die Blätter habe ich mich schon, ne, eigentlich so arg drüber aufgeregt noch nicht. Aber, wow, kommt der Baum näher? Der Baum kommt näher. Ah! Jetzt geht er wieder weg. Puh, oh Gott. Ich dachte schon, der frischt uns auf. Aber eigentlich doch ganz schöne Animation mit den Blättern hier, die sich ein bisschen bewegen. Ah, naja. Aber an sich sind die Texturen doch einiges an Fantasy-Style gehalten, muss ich sagen. Also erinnern mich doch an eine Fantasy-Welt. Weil, naja, sie wirken nicht so wirklich echt. Eher so ausgedacht und so. Aber egal. Was liegt denn da? Hä? Haha, Bug. Da war gerade ein Blatt auf dem Dingens, weil sich der Baum bewegt hat. Egal. So. Hier passiert gar nichts. Hallo? Alter, wie lang ist denn das da hoch? Komme ich auch irgendwann noch an oder so? Ach, guck mal. Ach, da... Da sind wir aber schön an dem Schrein vorbeigelaufen. Aber richtig schön. Verdammt, kein Mana. Ja, weiß ich auch. So, und jetzt drauf auf die, weil viel mehr habe ich nichts zu tun. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich muss weg. I have to go. We saw uns later. We can see uns later. Komm, nochmal. Komm jetzt drauf. Och nö, gibt's ja nicht. Weh, ich verliere den Kampf noch. Ich habe nur noch einen Heilungstrank. Ach, fu. Fu! Trank der begrenzten Heilung. Nein, nein. Oh, Dreck. Ja, komm, schrei noch ein bisschen mehr. Oh Mann. Das war doch knapp eh. Das war doch knapp als knapp. Komm, Spiel laden. Orobas Fjorde. Orobas. Was für ein Name. Ich habe mir den noch gar nicht richtig durchgelesen. Naja, egal. Übrigens werde ich es, glaube ich, auch nochmal versuchen, mit DX Story aufzunehmen. Obwohl, habe ich das gelöscht? Kann sein, dass ich das gelöscht habe. Ich weiß gar nicht mehr. Aber damit würde ich gern nochmal versuchen aufzunehmen. Weil, ja, ich will es einfach nochmal ausprobieren. Weil dort kann ich ja direkt meine Seitenverhältnisse eingeben. Und dann schaue ich einfach mal. Also zum Beispiel bei dem Spiel gehe ich unter Opciones und gehe dann auf, hallo, auf die Grafik. Und dann sehe ich hier Auflösung 1024 zu 768. Aha. Ist das nicht ein bisschen... Wäre es nicht mal schlauer, das auf HD zu schalten? Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Auf das hier. Ich hoffe mal, dass es dann nicht ruckeln wird. So, ich hoffe mal, dass uns das Spiel nicht abkackt. Bitte kack nicht ab, bitte kack nicht ab. Bitte, bitte, bitte kack nicht ab. Wo ist es abgekackt? Ich höre die... Oh Gott. Zu geil, es ist abgekackt. Ich glaube es nicht. Es ist echt abgekackt. Okay, dann ist jetzt gerade ein schwarzer Bildschirm und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, da bin ich wieder. Und ich hoffe mal, dass jetzt die Grafik, also ich habe gerade eben geschaut, die Grafik ist jetzt auf dem höheren Ding, also auf HD. Und... Ja. Die FPS-Zahl ist uns halt ein bisschen runtergegangen. Ah ne, es geht eigentlich. Also... Vielleicht, es ist um eine Zahl runtergegangen. Vorher war es, ja, jetzt ist es wieder 12. Ja, ist okay. Und ist die Grafik schöner? Ich weiß nicht, ich sehe keinen Unterschied oder kaum Unterschied, sagen wir mal so.
Ist auch nicht so wichtig. Ich wollte es... Ah doch. Hey, die Blätter sehen schöner aus. Kann das sein? Boah, ich glaube echt, dass die Blätter ein bisschen... Also doch, ich glaube, das Bild ist an sich ein bisschen schöner geworden. Oh, ja, doch, ein bisschen vielleicht. Schreibt es doch mal unter die Kommentare, was ihr so denkt. So. Bevor wir jetzt gegen die Goblins da oben kämpfen, sollte ich meinen Mana mal wieder aufstocken, um einen schönen Zauber zu machen, der mal gleich so einen Goblin komplett weghaut. Und dann noch meinen Fred vorher beschwören. Guck, hier ist voll der Bug, Alter. Hier ist das Blatt im Boden drin gewesen. Programmierfehler über Programmierfehler finde ich hier blöd. Nee, ist aber schön. Ich frag mich echt, also so etwas zu programmieren, da hockst du doch bestimmt Monate dran. Monate. Da wärst du doch nicht fertig. Das ist doch echt assi. Aber hey, mich interessiert's nicht. Mich interessiert's erst in ein paar Jahren. Bis ich auch mal anfange, etwas zu programmieren. Und dann wahrscheinlich kläglich dran scheitere. So. Gut. Das hier ist ein Drang für enorme Heilung. Den packen wir uns mal auf 7. Und dann brauche ich einen, der mein Mana hochmacht. Schnell. Und ich bin auch ein bisschen heiser, habe ich das Gefühl. Oder ich komme in den Stimmbruch. Witz gerissen. Gibt's gar nichts, was irgendwie mein Dingens hochmacht? Kann ja nicht sein. Ja, okay, dann sollten wir mal kurz warten. Warten, das tut gut, denn warten, das ist einfach nur gut. Schubdi-dubdi-du. Schubdi-dubdi-da. Schubbeldi-dubbeldi-dubbeldi-dubbeldi-dubbeldi-dubbeldi-ja. Warten, das tut gut, denn warten, das ist cool. Denn warten, was können wir denn anderes als warten? Gelfred, wir warten. Wir sind Wartespezialisten. Wie viel Mana brauchen wir für das Ding? Fertigkeiten. Wo haben wir es hier? Mana kosten 65. Ach, das sind die wir fast. Fast sind wir dort bei den Mana kosten. 63, 64, 65. So, jetzt muss ich einen Magier anvisieren. Nein, 4. Nein, nein, oh, falscher anvisiert. Puh. Dreck. Guck, jetzt beschwört er gleich einen 9. Und dann habe ich natürlich schon wieder das Problem, dass halt schon wieder ein neuer da ist. Und dann habe ich einfach das Problem damit, dass der Typ halt doch ziemlich stark ist, den die da beschwören. Und naja. Was soll man da schon tun? Außer versuchen zu überleben. Ach, guck mal, der ist tot. Okay, das ist gut. Geh fort, du hässliches Vieh. Hey, 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 du bleibst schön hier. Fu, fu, fu. Mushu, Mushu, fu. Komm, mach ihn fertig, Fred. Ich weiche hier aus, aua. Oder auch nicht. Ich versuch's. Go, Fred, au. Komm, Fred. Sehr schön, gut. Dann können wir mal hier den Teleportstein aktivieren. So, aktiviert. Und speichern mal. Warte mal. Großer... Ach du Scheiße, da ist ja eine Statue. Hahaha. Sehe ich die jetzt erst? Boah, die sieht ja mal Hammer aus. Boah, wie geil. Obwohl der ein paar Glubschfüße hat. Oh ja, das sind Glubschfüße. Aber ansonsten sieht die ja mal Hammer aus. Gott, wie geil. Das sehe ich ja jetzt erst. So, wir müssen noch eine Stufe steigen. Dann sind wir Stufe 18. Genau. Das heißt, da oben müssen wir noch die Viecher besiegen. So, wir müssen wieder warten, bis ich hier 65 Mana habe. Das sind schon wieder 4, nicht wahr? Okay. Was sagt denn die Karte? Ah ja, dann werden wir fast wieder komplett oben und könnten zum Trümmertal zurück. Primitive Höhle. Mhm. Da drin sind auch primitive Skelette auf einer primitiven Stufe namens 23, die mir primitiv was ausmacht. Ach, wir bewegen uns hier auf dem... Hä? Wir bewegen uns hier auf dem Weg. Was ist denn das? Okay, komisch. Egal. Ja, Fred sieht auch wieder ziemlich vertrauenserweckend aus. Hallo, Fred. Warum leuchtet der manchmal? Ist das ein Leuchtfred? Kann der in der Nacht leuchten? Nein, der leuchtet nur am Tag. Da, wo ich es nicht brauche. So, jetzt hätten wir wieder genug. Aber ich muss unbedingt so einen beschissenen Magier anvisieren. Puh, falscher. Aber wir können ihn mal herlocken, den Typi. So, jetzt darf Fred mal kämpfen. Rennt er jetzt wieder weg? Der rennt wieder weg. Habe ich es doch gewusst. Lass ihn wieder herkommen, Fred. Lass ihn wieder herkommen. Oder renn hinten her. Das ist auch okay. Die greifen jetzt bisher nur Fred an, würde ich mal sagen. So, und ich kann mich jetzt um die hier kümmern. So, der eine ist nämlich tot. Ich habe einen Stufenaufstieg.
und kümmere mich mal um den hier. Hallo. Hallöchen, Popöchen. Ich bin deine Mutter. So, ich kümmere mich mal hier um den Heiler. Warum auch immer. Keine Ahnung warum, aber ich kann's halt. Fred, würdest du mir mal helfen oder stehst du nur hier doof in der Gegend rum? Dankeschön, Fred. So, und der nächste Kamerad. Bäm, tot. Der Sieg ist mein. Ja, würde ich auch sagen. Dann haben wir hier mal alles aufgeräumt. Und gehen mal ins Inventar, denn wir sind eine Stufe gestiegen. So, was mache ich hoch? Lebenskraft oder Stärke? Wenn ich jetzt Stärke hoch mache, wie viel Waffenschaden machen wir dann? 101. Ja, gar nicht viel mehr. Aber wenn ich Lebenskraft hoch mache... Ah ja doch, Lebenskraft machen wir mal. So. Sehr schön. Ich glaube, ich hätte mehr auf Lebenskraft machen sollen, anstatt auf Stärke. Weil Stärke macht meinen Waffenschaden nicht wirklich hoch. Egal. Ach ja, wir können noch eine Fertigkeit vergeben. Genau. So, was machen wir Neues? Ich würde ja gerne... Ich würde ja gerne Fred noch ein bisschen verstärken. Was macht das? Lebensopfer. Ihr opfert bis zu 10 eurer Lebenskraft und erhaltet dafür pro Lebenspunkt 2 Mana. Das ist natürlich... Ja, das hört sich nicht schlecht an, aber verfluchen, was ist das? Ihr verflucht im Umkreis von bis zu 10 Metern alle Gegner bis Stufe 13. Ach, bis Stufe 13 nur. Nein, der andere, das Vieh ist Stufe 18. Mana-Einzug. Ein erfolgreicher Nahkampftreffer hat eine 80-prozentige Chance, dem Gegner 10% des verursachten Schadens abzuziehen und die Punkte eurem Mana-Vorrat hinzuzufügen. Joa. Ich brauche irgendwas, was gegen das Stufe 18er Vieh von Vorteil ist. Ihr erzeugt für 5 Sekunden auf dem Boden um euch herum eine Flammenring. Jeder Gegner, der mit den Flammen in Berührung kommt, fängt Feuer und verliert pro Sekunde 58 Leben. Joa. Joa, hört sich gut an. Aber eventuell mache ich auch mal hier bei Krieger. Was ist ein Sturmangriff? Ihr stürmt auf euren Gegner zu, verursacht einmal mehr Schaden und betäubt ihn dabei mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Nee. Nee. Zweihandwaffe. Beim Kämpfen mit einer Zweihandwaffe verursacht ihr 7% mehr Schaden. Ich weiß nicht, ich brauche irgendwas richtig Fettes. Ihr greift euren Gegner mit schnell aufeinanderfolgenden Hieben an und verursacht dabei das Einfache des normalen Schadens, wobei eine Wahrscheinlichkeit von 10% besteht, den Gegner umzustoßen. Wow. Verteidigung will ich nicht. Kampfrausch. Ihr erhaltet einen Bonus von 20% auf Nahkampfschaden, jedoch einen Malus, von -4 auf den Nahkampfrüstungswert. Die Wirkung hält für maximal 120 Sekunden an. Es klingt doch mal nach was. Da mache ich wenigstens ein bisschen mehr Schaden, kann dann das Vieh schneller am Arsch machen. Ja doch, das nehmen wir mal. Besonders, weil ich auch noch keine Nahkampfattacke oder so wirklich habe. So, die zwei brauche ich nicht mehr. Was? Nein, ich will das hier rausziehen. Hallo? Kann ich das nicht einfach rausziehen? Hä? Mit Rechtsklick beende ich das Inventar? Okay. Alter, Feld leeren, genau. So, und Feld leeren. Und, dann machen wir darauf jetzt Fred, und Tote beschwören. Darauf machen wir unseren magisches Trommelfeuer. Hierauf machen wir, wo haben wir es? Kampfrausch. Das machen wir leer. Und das machen wir leer. So, haben wir jetzt eigentlich alle Tränke gekauft? Weil ich habe bloß noch 3. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich schau mal kurz. Eigentlich wollte ich ins Trümmertal. Darf ich nicht ins Trümmertal? Anscheinend nicht. Nee. Ja, weil ich will erstmal zu dem Typ reisen, unserem einen Händler, und will mir doch nochmal ein paar Zaubertränke holen. Zaubertränkehöhle, ey. Hey, da liegt ja jemand. Sind sie tot? Ja, der scheint tot zu sein. Okay. Ja, okay, das war's mit der Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, also am Donnerstag wieder. Und damit sage ich mal ciao.